begrüße euch ganz herzlich zur fünften Rauhnacht. Das Thema der fünften Rauhnacht lautet: Ich nehme meine Gefühle wahr. In der Hektik des Alltags ist uns das oft überhaupt nicht möglich, unsere Gefühle wirklich wahrzunehmen. Und dabei haben alle, wirklich alle Gefühle eine Daseinsberechtigung, egal ob es freudige sind oder traurige oder wütende. Und ihr wisst ja, dass Mary gesagt hat, dass immer dann, wenn wir in unseren Gefühlen stecken bleiben, das eben zu Einstellungen führt und damit eben zu Disharmonien in unserem Energiefluss. Und Thich Nhat Hanh, der große Zen-Meister, hat gesagt: Gefühle sind wie Wolken am Himmel bei Wind. Sie kommen und gehen. Der achtsame Atem ist mein Anker im Hier und Jetzt. Ja, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auf uns und unseren Atem zurückbesinnen. Dann sind wir auch in der Lage, unsere Gefühle wahrzunehmen. Und da Gefühle ja auch letztendlich unsere Gedanken in Form bringen, unsere Realität schaffen, ist das eine, denke ich, wirklich wunderbare Aufgabe, sich dem Wahrnehmen unserer Gefühle ein wenig bewusster zu widmen. Okay, das wollen wir jetzt machen, indem wir den Vermittler harmonisieren, denn der Vermittler ist es, der unsere Gefühle harmonisiert. Und den können wir ganz einfach strömen, indem wir die eine Hand auf die gegenüberliegende Schulter legen. Wir bringen die Knie zusammen, also wir strömen mit unseren Knien SES1 und wir legen den Daumen auf den Ringfingernagel. Und das machen wir jetzt zusammen für 9 bewusste Atemzüge. Wir nutzen unseren Atem als Anker im Hier und Jetzt, werden uns unserer Gefühle bewusst. Wir lächeln dabei, wir lassen die Schultern fallen und ja, entspannt auch irgendwie den Nacken, indem ihr den Kopf nach vorne fallen lasst oder nach hinten ablegt. Ich bin mir meiner Gefühle bewusst. Ich lasse mein Bedürfnis los, meine Gefühle zu kontrollieren und zu unterdrücken. Ich erlaube mir, meine Gefühle zu spüren und sie zu akzeptieren. Wenn ich mir erlaube zu fühlen, dann geht es mir besser. Ich lebe mein Leben aus der Fülle aller Emotionen. Meine Gefühle sind wie der Regenbogen und machen mein Leben bunt. Ich bin mir meiner Gefühle bewusst. Ich lasse mein Bedürfnis los, meine Gefühle zu kontrollieren und zu unterdrücken. Ich erlaube mir, meine Gefühle zu spüren und sie zu akzeptieren. Wenn ich mir erlaube zu fühlen, dann geht es mir besser. Ich lebe mein Leben aus der Fülle aller Emotionen. Meine Gefühle sind wie der Regenbogen und machen mein Leben bunt. Eins ist mir auf jeden Fall gerade beim bewussten Atmen bewusst geworden. Wenn ich mit euch zusammen atme und ströme, dann geht es mir immer gut. Ich danke euch dafür. Bis zum nächsten Mal. Servus.